Und herzlich willkommen, liebe Bros, hier zurück bei den Blue Bros bei SV Eintracht Hamburg. Die andere Etwas-Serie, die ja jetzt gerade vielleicht neu dazugekommen ist. Neben HSV läuft jetzt hier was Neues hier in Hamburg, nämlich mit dem SVH. Wir sind komplett nur aus Spielern, die aus der Community sich beworben haben. Ja, und wir sind in der Regionalliga. Wir haben den Patch installiert, den Leute zusammengestellt haben. Das ist Regionalliga, Oberliga und die dritte Liga. Gibt mir starten in der Regionalliga. Und ich habe mir jetzt so ein Heftchen gekauft, liebe Bros, wo ich jetzt immer Folge hinschreibe und dann schreibe alle wichtigen Kommentare, die ich unbedingt erwähnen muss in der nächsten Folge. Und natürlich schreibe ich dann darunter, wenn ich die Folge abgedreht habe, was für News voraus ich posten kann auf der Community-Seite. Wer das noch nicht kennt, unten in der Beschreibung gibt es den Link zu unserer SVH-Community-Seite, Fanseite, wie man es gerne sehen will. News, alles Mögliche, sogar ein Analysevideo über den DFB-Pokal Elfmeter, der da war, gegen Greuther Fürth nochmal. Das finde ich eigentlich mal eine geile Idee, wenn sowas noch öfter kommen sollte, so Diskussionsdinger, werde ich wieder so ein Analysevideo machen, weil das war eigentlich ganz nice. Man konnte wirklich haargenau nochmal drauf gucken, war es ein Elfmeter oder nicht, und ich bleibe der Meinung, es war kein Elfmeter, aber die Meinungen sind da ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen mehr für kein Elfmeter, aber ja, fast schon 50-50, ein bisschen mehr nur für kein Elfmeter. So, und wir haben jetzt auf der Community schon voraus planen können. Das heißt, vor ein paar Tagen haben wir schon gesagt, dass Dublin das Angebot von VfL Bochum annehmen wird. Er will hingehen, also werden wir das jetzt annehmen. Kurzleihe an VfL Bochum und werden das dann auch nochmal posten, dass er wirklich gegangen ist. Dann wurde schon darüber geklärt, dass Stückel verliehen werden will und Velarul will verliehen werden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, Velarul, ich weiß gerade nicht mehr, welche einer von den beiden wollte eine Kurzleihe. Ja, das habe ich jetzt nicht notiert. Sehr professionell, Dico. So, gehen wir also auf Transfer, auf Verkaufen. Und ich war nicht mehr ganz sicher, wer hier eine Kurzleihe haben wollte. Warum bin ich jetzt hier drauf? Ich wollte eigentlich hier drauf. Und da ist der Stückel. Und dann schauen wir mal und machen einfach mal auf komplette Laie. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Im schlimmsten Fall, wenn ein Angebot reinkommt, werde ich in der Community ihn dann nochmal fragen. Dasselbe auch Velarul, unser einziger Schweizer. Und wir gehen. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Alle Klärchen. So, guckt mal, was für Marktwerte ihr schon habt. Meine halbe Million alle hier schon. Hut ab. So, dann anderer Punkt noch, was ganz wichtig ist, wir wollen mal kurz gucken, wir haben das in der letzten Folge schon angegangen. Wir sollen jetzt auch die anderen, er ist noch unterwegs leider, scouten. Und was wir natürlich dann auch machen müssen ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so geht. Wir müssen jetzt mal auf den Müller, gucken wir mal, ob wir den so finden. Warum hat er jetzt wieder nicht, Mensch. Ach, das geht ja wieder so nicht. Dann machen wir das anders, dann auf in die dritte Liga. Wenn ich sie finde. Da. Und zu Erfurt. Und gucken, ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht, weil er eigentlich nur geliehen ist. Kann sein, dass das gar nicht funktioniert. Ich finde ihn gar nicht. Warte mal, habe ich das jetzt verwechselt? Das kann gar nicht sein. Entweder sehe ich ihn jetzt gerade nicht oder ich bin blöd. Thomas Müller von uns ist doch zu Erfurt gewechselt, geliehen. Bin ich jetzt blöd? Auf Drogen oder was? Habe ich Pfeffer gekifft? Hä? Ich habe das doch auch gepostet und alles aufgeschrieben. So, müssen wir mal genau gucken, was habe ich denn hier gemacht? Doch, eigentlich. Eigentlich müsste er. Bin ich jetzt blöd? Ist er ja gar nicht hingegangen? Erfurt eigentlich. Warte mal kurz. Nee. Das gibt's doch gar nicht.
glaube, das kann ich aber nochmal hier nachgucken, oder? Erfurt! Hä, warum sehe ich ihn denn da nicht? Ah, ich glaube, ich kann meine eigenen Spieler da nicht drin sehen. Kann das sein? Das werden wir jetzt mal rausfinden, indem ich Dublin suche. Na, eigentlich. Da bin ich so blind. Doch. Okay. Keine Ahnung, was ich da getrieben habe. Aber scouten kann ich sie eh nicht, deswegen ist das Thema erledigt. Dann müssen wir sie anders beobachten. Dann geht's weiter und zwar scouten können wir jetzt noch nicht machen, mal in der nächsten Folge. Jetzt gucken wir mal E-Mails. Spieler verliehen und mal gucken wir hier an Daunin. Möchte. Was ist denn mit dir los? Du gibst ja aber auch echt keine Chance, einen anderen spielen zu lassen. Er will dann dauernd spielen. Was ist das denn für einer? Sag mal nicht so egoistisch, aber ich hätte dich jetzt eh eingesetzt, ehrlich gesagt. Warum auch? Das hat der Trainer Uwe Holm auch gestern in der Community veröffentlicht zum Thema Greuther Fürth, unser Brückenspiel. Da hat er gesagt, er will jetzt ein bisschen Stabilität reinkriegen und konstant Fußball spielen. Und das schafft man nur, wenn man eben einen Kader aufstellt, der immer gemeinsam spielt. Und das ist mir einfach. Was haben wir jetzt hier? Noch nie, okay. Und das, deswegen werden wir jetzt so ein bisschen wieder in die ähnliche Aufstellung machen. Ich werde zwei, drei Spieler auswechseln vom letzten Mal, aber dieselbe Taktik und Aufstellung nehmen. Und dann gucken wir mal, wie das wieder gegen den großen Gegner im Derby Victoria Hamburg, wie das abgehen wird. Wir schauen mal auf die Tabelle. Und da sieht das nun mal so aus, dass wir sind 15er mit 3 Punkten und Victoria Hamburg ist 19er mit 2 Punkten. Was ich in der letzten Folge vergessen habe zu sagen, nach dem Sieg gegen Essen. Essen ist jetzt einzige Mannschaft, die noch keine Punkte hat und ist jetzt Tabellenletzter. So, wir sind jetzt am 4. Spieltag. In der nächsten Folge ist dann der 5. Spieltag. Und da werden wir auch mal ein bisschen Oberliga und die 3. Liga uns angucken und auch die anderen Bundesligen. Und dann wird auf der SV Community alle 5 Spieltage jetzt ein Posting von mir geben, wo ich dann einmal hier diese Teamstatistiken vom VfBK veröffentliche, dass die auch mal ein bisschen ihre Leistung mitkriegen können. So versuche ich das zumindest hinzukriegen. Jetzt gehen wir mal hier eine Runde weiter und gucken mal, ob schon ein Angebot für den einen oder anderen jetzt kommen wird, der gerne wechseln will. Transferangebot für Vella Ruhl Lokomotiv Leipzig ist halt Oberliga. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie es bei Vella Ruhl war. Ich glaube aber, dass der einer von beiden Stückel wollte in die 3. Liga. Ich mach mal zögern und mach mal dann auf der Community eine Anfrage, ob das in Ordnung ist. Dann würde er mit einem Teamkollegen weiterspielen, nämlich mit Fram. Und Tobias Stücke von Ingolstadt in die Bundesliga. Ay caramba, das ist ja mal ein Angebot. Auch da werde ich jetzt erstmal zögern. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Und schon wieder kommt Naunin hier mit seinen E-Mails. Sag mal. Das ist ja mir einer. Jetzt gucken wir mal auf die News, ob es das Spannendes gibt vom VfB Kaiserslautern. Das ist ein New News Verein. News aus aller Welt. Nee, nichts Spannendes. Fehlstart für Holm habe ich letztens vergessen vorzulesen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt unbedingt mal wissen wollt. Aber ich glaube, die Zeiten sind jetzt auch schon wieder vorbei. Das tut mir echt leid. Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, als ich mir nochmal 2-3 Mal die Tore angesehen habe vom Essen-Spiel. Was mich wirklich schockiert. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht irgendwie. Aber jetzt denke ich gerade dran. Und Pascal und Lukas Stoll und alle Fußballmanager-Zuschauer werden das jetzt auch wissen, dass erstaunlicherweise, beängstigenderweise gegen Essen wieder Pascal zugeschlagen hat, die ja schon so überragend waren im Fußballmanager mit dem SVH. Das fand ich schon fast schon beängstigend, dass sie sogar im FIFA sogar zusammen gut passen. Und ja, gucken wir mal. Jetzt gehen wir rein in das Spiel. Rackel die Zackel die Dummen.
Wir spielen zu Hause und wir könnten ja echt mal jetzt ein anderes Trikot hier probieren. Das ist eh, glaube ich, schlauer. Und wir stellen hier schon mal auf. Ist nämlich ein Topspiel auf 7 Minuten, denn es ist ein Hamburger Derby. Und jetzt muss ich mir ganz kurz, ich habe mir auf dem anderen Bildschirm nochmal die Aufstellung aufgemacht, dass ich bloß nichts Falsches entscheide. Und mal wieder die richtige Taktik zu nehmen. Es war, glaube ich, ein 4-4-2, ne? Wenn ich richtig liege. Oder auch nicht. Doch, hier das 4-4-2. Genau, das nehmen wir jetzt wieder. Ah, warte mal, wir gehen mal raus, weil ich würde gerne das jetzt mal offiziell einstellen, weil das halt gut funktioniert. Machen wir mal eine Taktikvorlage. Neue Vorlage. SVH 4-2-2. 4-4-2, was laber ich denn da? Macht doch gar keinen Sinn. Bin ich mit weniger Männern auf dem Platz oder was? So, und da nehmen wir jetzt die... So, dann werde ich jetzt erstmal so, wie ich denke, dass es wieder reingehen sollte, erstmal wieder so die Aufstellung auch machen. Pascal und Luca Stoll, Slaner. Ich werde natürlich jetzt natürlich wieder ein bisschen was ändern. Dann, wenn ich wieder im Spiel drin bin und da die Teammanager-Einstellungen ändere und mache... Jetzt war es erstmal genauso, wie die Aufstellung war gegen Leverkusen, wollte ich gerade sagen. Nee, zwischen Essen. So, Sepp auf der rechten Seite, der so ein bisschen die Wende eingeleitet hat. Muss man auch mal zugeben. Sein Tackling zum 1:1 hat so ein bisschen die Wende gebracht. Das muss man auch mal dazu sagen. Dann der Voss war im DM drin. Links war der Bönsch. Dann der Bär. Mit dem, komm nochmal. Mit dem Dublin. Dublin ist jetzt nicht mehr da. Der ist jetzt erstmal ausgeliehen nach Bochum. Kommt dann aber auch wieder bald zurück. Dann nehmen wir mal den Seeler da rein. Und rechts war Schaft drin. So. Und auf der Bank, die Aufstellung habe ich jetzt gar nicht mehr da. Da überlege ich mir jetzt was. Mal Browns, konnte doch mehr. Ja, dann nehmen wir mal Browns, lassen wir mal drin. Der wird. Nehmen wir mal den Gatto und der Nauni natürlich für den Max. So. Chris verletzt, Sagmeister, Fuhrmann, Hopf, Trafolder, Stuckel wird noch gehen. Stückel wird noch gehen, so rum. Heinz, das kann der, der kann alle Positionen, dann bleibt der auf jeden Fall mal drin. So, dann gehen wir auf Kapitän Voss, Slaner Freistoß, Elfmeter. Luca Stoll, linke Ecke. Voss. Dann wieder hier die Anweisung, zentral orientieren, Abwehr überlaufen, zentral orientieren, Anspielstation und den Rest lassen wir wieder und machen hier die Taktik, die habe ich jetzt leider nicht abgespeichert, aber ich weiß noch, Geschwindigkeit langsam, Passspiel, ja, ein bisschen riskanter. Passspiel kurz, oder da haben wir es, glaube ich, eher ein bisschen normal gelassen, ne? Flanken ein bisschen mehr, Schussverhalten ganz schön viel mehr. So, Druck wollen wir jetzt gar keinen mehr erhöhen, das haben wir jetzt mal rausgefunden, das funktioniert auch ganz gut. Aggressivität aber ein bisschen höher. Und das Verschieben, ich glaube, habe ich bei 50% gelassen. So, das zu dieser Taktik. Das ist jetzt nicht mehr haargenau. Wenn das heute nicht mehr so aufgeht, dann werde ich natürlich nochmal das andere Video mal angucken und nochmal haargenau die Taktik nachmachen. Schon mal dazu. Ich weiß auch gar nicht, wie viele man Felder hier unten haben kann am Ende. So, dann geht es jetzt aber offiziell in dieses Topspiel rein. Gegen Viktoria Hamburg. Das war auch ein knappes Testspiel. Günther Perl wird pfeifen in der Pro Arena. Wir spielen 7 Minuten, so wurde es gewollt. Topspiele sollen länger gehen. Und jetzt gehe ich nochmal hier eine Änderung vor. Und zwar... leider sind alle Abwehrspieler gerade tief unten, deswegen bringt es mir auch nicht den Bär raus zu nehmen, den ich eigentlich stark fand.
werde aber da den Browns rausnehmen und mal Metke oder Maleska. Nehmen wir mal Maleska. Justin Kapp fand ich jetzt nicht ganz so stark. Dann werden wir mal gucken, ob wir da mal was anderes nochmal nehmen. Rafinho war für mich einer der größten Verlierer bisher, gefühlt. Aber er kriegt auf jeden Fall mal noch seine Chance. Das auf jeden Fall. Lass uns mal den Wirt links spielen. Und guck mal kurz. Okay, Gatto kann das. Gatto kann das. Jerabek. Sepp schafft. Slainer, Stoll, Bönsch. Hahaha, Grafinho, was kann er noch für Position? Der kann alles mögliche. Dann nehmen wir ihn halt mal mit. Für den Stohwasser. Mann, diese Formtiefs, die gehen ja schon richtig ab, wa? So, und ich spiele jetzt erstmal so weiter. Und wie gesagt, werde jetzt immer so einen rausnehmen, der mir überhaupt nicht gefallen hat, oder wechseln. Das kann auch einer sein, der gerade gegen Essen geil war oder so, und werde jetzt immer wieder so ein bisschen ein Team zusammenführen, und dann kriegt jeder hier noch seine Chance. Wer gerne noch wechseln will, es kann sein, dass zum Beispiel Innenverteidiger, wenn da jetzt nochmal ein Wunsch kommen sollte zu wechseln, da kann es sein, dass ich dann sage, nee, geht nicht mehr, Bro, weil sonst habe ich ja bald keine mehr. Und bei den OMs, ja, dann da kann es vielleicht geben, der Velarul will ja noch gehen, der Stückel wird noch gehen. Dann sind aber die LVs auch schon genug belegt, dass wir sie weiterhin die anderen behalten wollen. Und beim Sturm kann vielleicht, wenn einer gehen will, noch gehen. Und dann wird es mal gucken noch. Aber es war ja von Anfang an klar, dass irgendjemand leider der Verlierer und der andere Gewinner sein wird. Fakt ist aber, dass wir immer wieder einen anderen einsetzen werden. Und er seine Chance bekommt. Und wenn er sich mega beweist, dann hat er auch sofort den Startplatz. Wer Fußballmanager bei mir geguckt hat, weiß auch, dass das richtig schnell gehen kann. So, rein ins Spiel. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, dass es kein so eine 0-15-Sieg war gegen Essen, weil die auch im Abstieg kämpfen, sondern dass wir jetzt, oh Mann, das muss man auch erstmal schaffen, zweimal, dass wir das jetzt auch richtig drehen, die ganze Kacke. Los geht's, Eintracht Hamburg gegen Viktoria Hamburg, ein Hamburger Derby. Das wird der richtige Knaller, und ich verstehe immer noch nicht, warum ich diese hässliche Bandenwerbung habe, die ich schon tausendmal geändert habe, keine Ahnung. Los geht's, heute mal ohne die Aufstellung, die angezeigt wird, die seht ihr jetzt unten. Auf geht's mit dem Pascal-Team, Pascal und Luca Stoll. Und wir wollen hier einen Sieg hinlegen und dann gar nichts mehr mit diesem Abstiegskampf und Fehlstart zu tun haben. Sela schafft, holt sich den Ball irgendwie zurück, da stehen sie sich selber im Weg. Und deswegen kann Viktoria Hamburg schon rankommen! Und Naunin, was für eine Aktion! Und dann da ist der Seeler, der große Seeler dazwischen. Gute Idee war das von Joachim, der, glaube ich, geschrieben hat, nimm einen großen hinten rein. Bei Folge 7 war das, glaube ich. So, das ist Voss. Der kann lange Bälle spielen. Die langen Bälle, die spielt er richtig gut. Und Pascal spielt richtig, naja, nicht richtig mies, aber nicht gut zu Luca Stoll, dann wäre Pascal schon wieder da gewesen und hätte zugeschlagen. Ich finde es gerade echt witzig. Das war wirklich ein Zufall, und nach dem Angucken ist es mir wirklich aufgefallen. Das ist wieder Pascal. Der spielt zu Voss und er muss jetzt die Flanke machen zu Luca Stoll. Aber das war nichts. Ebers. Die kennen wir jetzt auch schon ein bisschen von den Testfolgen. Die Hamburger. Das war ein harter Einsatz von Bär, und ich glaube, er hat sich verletzt. Seine steht wieder auf. Und jetzt gibt es Abhilfe nach dem Vorteil und die gelbe Karte für Bär. Viktoria Hamburg, sollten sie heute verlieren, spielen sie definitiv um den Abstieg erstmal. So keinen guten Saisonstart hingelegt, genau wie der SVH. Wenn der SVH heute gewinnt, dann kann man den Fehlstart abhaken und kann auch sogar wieder mitsprechen, dass locker oben mitgespielt werden kann. Aber erstmal muss man dieses Spiel hier ritzen, und bisher macht es Viktoria Hamburg eher mit Edeling, Şenkay Hümbert und der Schuss nach 11 Minuten. So, Naunin mit dem Abstoß. Der Frechdachs, der andauernd spielen will, aber er hat auch gerade halt auch eine hohe Form, das muss man mal sagen. Pascal. Luca Stoll, jetzt geht's schnell. Wunderschön gespielt. Pascal ist zu langsam. Will schießen, aber viel zu langsam. Schafft, gewinnt Kopfball. Nein, doch nicht.
Ich mach's zwar noch ein bisschen mehr dran. Schöner Einsatz von der Defensiv, vom SV Eintracht Hamburg, von den Blue Bros. Die waren das gut bisher. Aber das haben sie auch in den letzten Spielen schon. Bisher haben sie nur ein Spiel punkten können. Luca Stoll sieht das wieder, dass Pascal gestartet ist. Pascal ist mehr so jemand, der vielleicht treffsicher ist und auch dribbeln kann, aber er ist leider nicht schnell und nicht fürs Kontern geeignet, wie es wohl aussieht. Luca Stoll. Ach, da läuft er dran vorbei. Aber sein Pressing finde ich mal wieder hervorragend. Sampanei. Und auch da war wieder Pascal jetzt gut mit dem Pressing. Nur die Bälle müssen wir auch holen. Das wäre gut. Guter Einsatz vom Bär. Der läuft hier super gut mit. Und jetzt Victoria Hamburg. Nach 20 Minuten die große Möglichkeit. Keiner will den Ball haben. Seeler klärt. Kontermöglichkeit. Pascal auf Luca Stoll. Ja, der weiß nicht wohin. Muss ein bisschen stoppen. Pascal. Und Luca Stoll hat da richtig viel Platz. Aber wo soll der Ball denn von Wirt hin? Da machen wir ein bisschen Druck hier, ne? So, Seeler. Wenn er mehr, der große Mann näher dran gewesen wäre am Gegner, dann hätte er den Kopfballschub gewonnen. Jabiri. Ja, Victoria Hamburg hat mehr Ballbesitz und ist auch schon näher an dem 1:0 bisher dran als der SVH, aber das heißt gar nichts. Schön von Bönsch. Voss. Stoll. Und Pascal. Leider ist auch Luca Stoll nicht der Schnellste. Guter Einsatz aber wieder vom Stoll. Ah, aber die Bälle. Wo fliegen die immer hin? Regionalliga ist echt witzig. Iskan. Ebers. Ederling. Und der Sepp. Der hat das Tackling gemacht gegen Essen und dann irgendwie so. Ja, das war irgendwie die Wende, hatte ich das Gefühl. Sein Tackling. Sepp. Schafft. Voss. Jetzt mal ein bisschen Ballbesitz, das ist sehr gut. Voss. Luca Stoll. Jetzt mal schön gespielt mit Slaner. Slaner kommt da nicht ganz durch. Aber wieder versuchen die beiden oder das Trio da vorne gut zu kombinieren. Bär. Ist gut, dass wir jetzt mal ein bisschen Ballbesitz haben. Mal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Pascal. Ja, da hat der Voss den Ball zu weit vorgelegt. Jabiri. Möglichkeit zu kontern oder beziehungsweise ein Tor zu machen. Aber Voss macht's gut. Sepp. Slaner. Stoll. Der weiß jetzt schon, dass der Pascal zu langsam ist. So, wohin? Ja, nicht gut von Pascal. Zu lang den Ball am Fuß gehabt. Holt sich ihn aber wieder. Aber blöd. Wieder. Zu weit vorgelegt. Der Ball war nicht am Fuß. Ich konnte nichts drücken. Wird. 35 Minuten gespielt in diesem Topspiel, das heute mal 7 Minuten geht, eine Halbzeit. Noch 0:0. Aber man sieht doch schon wirklich die langsam die Entwicklung des Teams. Finde ich zumindest. Stoll. Pascal dreht wieder ab. Und dann spielt er zum Abseits stehenden Stoll. Ja, der Slaner. Wieder Stoll, der gutes Pressing macht. Und dadurch ist wieder SVH im Ballbesitz mit einem Einwurf. Genau das wollen wir hier sehen. Seeler, Sepp. Schafft. Wieder Sepp. Und das ist Stoll. Was macht er? Er macht leider wieder zu wenig. Einwurf für die Blue Bros. Schafft wird das machen. Zu Stoll. Jetzt mal wirklich schön gespielt. Und das ist Wirt mit einem Direktabzug. Und ich würde sagen, mit diesem Volley minimale erste Chance in diesem Spiel. Nach 40 Minuten. Anscheinend gibt es hier nachträglich nochmal eine gelbe für Luca Stoll. Oder nur eine Rückblende. Kurzer Abstoß von Victoria Hamburg, die das bisher ganz gut machen. Aber der SVH ist gut jetzt zurückgekommen in den letzten Minuten. Hat nichts mehr zugelassen und ist mega gut im Ball besetzt. Slaner fehlt den Ball und es gibt den Freistoß für die Blue Bros.
Sepp. Luca Stoll. Das hat er jetzt mal gut gemacht und spielt das zu Slaner. Aber wieder nicht so direkt. Er hat eine schöne Vorlage gemacht auf Pascal gegen Essen, der Luca Stoll. Aber heute klappt es noch nicht so. Schöner Einsatz jetzt von Pascal. Der bleibt dahin weiter dran und holt sich die Pille. Pascal. Und wieder so ein Fehlpass. Slaner wird angeschossen. Und Slaner holt sich den Ball zurück. Das ist Luca Stoll. Was mit seinem zweiten Saisontreffer. Er hätte vielleicht nochmal rüber spielen können zu Pascal. Aber in der Lage hätte, glaube ich, jeder Fußballer geschossen. Die Nummer 13, Luca Stoll. Ja, Pascal erregt sich ein bisschen auf. Ist aber okay. Ich habe ein gutes Gefühl für die zweite Halbzeit, ehrlich gesagt. Deswegen sehe ich das noch ganz locker, dass der jetzt verschossen hat. Kann natürlich auch falsch liegen. Man kann ja auch noch 1-0 verlieren oder 2-0, ne? Rabenhorst. Was macht denn der Bär so weit vorne? Wirt hat sich austribbeln lassen. Iskan. Wirt holt sich den Ball zurück. Nochmal eine Kontermöglichkeit. Nein, es wäre gut gewesen, die Kontermöglichkeit. Aber Abpfiff 0:0 im großen Hamburger Derby zwischen SV Eintracht Hamburg gegen Viktoria Hamburg. Beide, die bisher in der unteren Hälfte sich befinden. Aber das heißt gar nichts nach 3 Spieltagen. Schauen wir mal rüber. Dynamo Berlin in der Halbzeit führt 1:0 gegen Viktoria Köln. Wacker Nordhausen gegen Sportfreunde Lotte 0:0. Illertissen gegen Sportfreunde Siegen 1:0. Essen gegen Saarbrücken 0:1. Saarbrücken scheint hier wohl das Rennen ganz groß zu machen in der Regionalliga. Wer gegen Berliner AK 1:0. Elversberg gegen Kaiserslautern 1:1. Also auch unsere anderen Bewerber, die beim VfB Kaiserslautern spielen. Die haben 2 Siege, 1 Niederlage bisher, 1 Unentschieden. Also auch ganz interessant, wie die spielen. Babelsberg gegen Eintracht Trier 0:1. Auerbach gegen Neustrelitz 0:1, Oldenburg gegen Goslar SC 1:0, Waldhof Mannheim gegen Magdeburg 0:1, Zwickau gegen Oberhausen 1:1. So, ich würde es fast schon einen Wechsel machen, aber ich warte jetzt mal noch bis zur 60. Na, gucken wir mal, wie fit der Voss noch ist und dann vielleicht nehmen wir auch den Pascal raus und bringen den Gatto oder den Tiger, das gucken wir mal noch. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich habe den Jonas Stark gar nicht mitgenommen. Das ärgert mich so ein bisschen, weil der hat es eigentlich verdient zu spielen, nur Slane hat ein bisschen Tick nach vorne gekriegt. Also lieber Jonas, tut mir leid, im nächsten Spiel wirst du wahrscheinlich einen Einsatz kriegen, weil eigentlich hast du bisher eine der besten Wertungen auch von unserem Analytiker Max bekommen auf der Community. Und eigentlich hast du es verdient zu spielen. Slaner war halt einen Tick weiter voraus, nachdem er ein Tor und eine Vorlage gemacht hat. Und jetzt habe ich vergessen, ihn den Jonas Stark auf die Bank zu setzen. Gucken wir alles noch. Wir haben noch so viele Spieltage vor uns. Ich glaube, 48 gibt es in der Regionalliga. Also da gibt es noch so viele Episoden, wo jeder spielen kann. Das wird eine riesen Unterhaltung hier auf Brohawks. Jetzt aber erstmal Viktoria Hamburg. Mit Jabiri und geklärt. Sehr schön. Kontermöglichkeit. Pascal spielt das wieder ganz schlecht auf Luca Stoll. Pascal heute wohl nicht so heiß wie gegen Essen. Ebers. Ja, Biri. Iskan. Und die Flanke. Und die Möglichkeit für den SV, für Viktoria Hamburg. Wo ist denn da der Ball? Und Pfosten und Tor. Was war das denn für ein Chaos? Was ist denn hier los? Und ein Gegentreffer. Wir haben bisher immer einen Gegentreffer. Eieiei, da wurde schon geklärt von Seela. Dann der Pfosten und dann wieder vor die Füße. Also da kann ich jetzt noch nie nichts vorwerfen. Das war einfach mega Chaos in der Defensive. Ärgerlich. Zweites Tor schon für Ebers. Was? Wir spielen jetzt mal nicht mehr so sehr defensiv. Das ist aber die Taktik, die ich eingestellt habe, dass er automatisch so defensiv spielt. Aber jetzt spielen wir mal eine Runde offensiv. Spiel gegen Essen konnten wir auch 1:0 zum 3:1 drehen. Mal gucken, was hier geht. Luca Stoll. Verliert den Ball. War das wirklich nur ein Glücksspiel gegen Essen? Sind wir nicht bereit für die Regionalliga? Das ist so die Frage. Ich glaube schon. Aber man weiß ja nie, was im Fußball passiert. Ne? Das ist ja der Punkt. Pascal. Schön gespielt auf Voss. So, der verliert den Ball. Luca Stoll spielt ganz schnell zum Sepp. Jetzt muss die Flanke kommen. Die kommt auch, glaube ich, ziemlich gut. Ja, keiner will den Ball haben und dann kommt natürlich Ebers da und nimmt sich den und kommt hier vielleicht sogar zum nächsten Tor. Nein, schafft, passt auf. Hat den Fehler wieder ausgebügelt auf seiner Seite.
schafft. Oi. So, mal gleich mal wechseln. Wir haben noch Zeit, das Spiel zu drehen. Das müssen wir auch. Ganz dringend. In diesem Derby. Wenn wir das erste Pflichtderby gegen Viktoria Hamburg verlieren. So, machen wir jetzt den ersten Wechsel. Und zwar, Pascal geht raus. Es kommt Tom Tiger rein und auch Voss geht nur raus wegen Müdigkeit. Wir bringen Jerabek rein. Obwohl ich gerade im Überlegen bin, ich glaube, ich bringe nochmal den Gatto, weil Jerabek könnte vielleicht später noch ins OM kommen und er kann eh kein CDM. Deswegen lieber den Gatto. Und dann gucken wir mal noch, was wir noch dann am Ende machen. Auf jeden Fall muss jetzt was passieren. Wir werden jetzt auch mit der Taktik anders machen. Wir werden jetzt Pressing spielen. Und noch eine Runde offensiver. Nichts gegen Viktoria Hamburg. Aber das ist eine Mannschaft, wo wir eigentlich gewinnen sollten, wenn wir aufsteigen wollen. Eigentlich offiziell Oberligist, so in FIFA zumindest, in diesem Patch. Ich habe jetzt in die Regionalliga gepackt, dass wir so coole Derbys haben. Stoll. Sepp. Das ist wieder Luca Stoll. Und das hat er jetzt mal schön gemacht mit Tiger. Und jetzt kann Luca Stoll seinen zweiten Treffer machen. Und jetzt kriegt er den Ball nicht richtig mit der Pike. Oder dem Außenriss. Ach Gott, Mensch. Wechselball Viktoria Hamburg. Hätte ich gerne noch mal gesehen, eine Wiederholung. Aber okay, ist nicht so schlimm. Es hätte das 1-1 aber sein müssen, meiner Meinung nach. Seela auf Stoll. Der wird gestört beim Pass zurück. Iskan. Oh, Chef wollte ihn da umhauen. Rabenhorst. Und Seela wird da umgehauen. Die gelbe Karte an Viktoria Hamburg, an Rabenhorst. Und der nächste Wechsel. Und langsam läuft uns die Zeit davon. Noch ist Zeit, weil es ist ein Topspiel. Wir spielen 7 Minuten Halbzeit. Also es geht ein bisschen länger, wie wir es sonst so gewohnt sind bei HSV oder den anderen SVH-Spielen. Aber es muss natürlich auch was passieren. Lukas Stoll weiß nicht, wohin er spielen soll. Macht es aber gut mit dem Ballbesitz. Slaner. Immer noch Slaner. Jetzt mit Doppelpass mit Pascal. Der sieht, dass da Lukas Stoll viel Platz hat. Lukas Stoll, jetzt habe ich aus ihn angeklickt, aber er ist drin. Wie geht das denn? Was war denn das? Ich habe außerdem den Schuss abgeblockt und dann nochmal schießen gedrückt. Und dann hat der Torwart sich, weiß ich nicht, verpeilt. Und dann war das Ding drin. Lukas Stoll mit seinem zweiten Regionalliga-Tor. Wie geht das denn? Das muss ich mir nochmal genau angucken. Da habe ich außerdem schon gestoppt, weil ich dachte, ich muss es. Und dann schießt er den Keeper an. Der hat das nicht erwartet und dann geht das Ding rein. Das ist ja mal ein spektakuläres Tor. Da freut sich die Bank vom SVH. Kommt ein ordentliches Tor zustande. Zumindest nicht ganz ordentlich, aber wenigstens so, dass wir die Hoffnung haben, das Spiel drehen zu können. Innerhalb von noch 20 Minuten, die wir Zeit haben, ist alles möglich. Das ist jetzt Luca Gatto, der ist jetzt drin. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Slaner spielt da auf Tiger. Tom Tiger könnte das Spiel jetzt drehen. Tom Tiger und er dreht es nicht. Oh, schon wieder wie gegen Essen, so hundertprozentige, die wir reinmachen müssen. Ach, ist das ärgerlich. Aber wunderschön auch vorher gespielt von Luca Gatto. Muss man auch mal sagen, hat das schön ordentlich gesehen. Und eigentlich hätten wir jetzt, wir müssten hier 3-1 führen, wenn wir diese hundertprozentige von Stoll und Tom Tiger reingemacht hätten. Bester. Vorteil Viktoria Hamburg nach V von Luca Gatto. Viktoria gibt nochmal ein bisschen Gas. Ebers gewinnt Kopfball. Iskan die Flanke. Bär gewinnt Kopfball. Aber nicht richtig geklärt, nicht richtig geklärt. Oh, zum Glück stehen sie sich selbst im Weg und Luca Gatto will einen Konter einleiten. Bringt nichts. Bester. Iskan. Und Bönsch versucht dazwischen zu kommen. Dort sind der Schuss und Naumin. Noch keine Ecke. Es geht weiter. Es geht weiter. Irgendwie macht jetzt ganz schön Druck
die Herren aus Hamburg, die Victoria, wie kommen die auch aus Hamburg, fällt mir gerade ein. So, ich glaube, wir müssen wieder auf Konter gehen. Irgendwie sind die jetzt zu offensiv eingestellt, die Herren. Und wir machen gleich mal den letzten Wechsel noch. Erstmal gucken wir mal, was der Wirt aus seiner Balleroberung macht. Tiger, wieder zurück zu Wirt. Wirt, der sieht das richtig gut, dass da Sepp viel Platz hat auf der anderen Seite. Sepp mit der Flanke. Und Tiger kommt da nicht mehr ran. Haben wir den Ball noch? Schade. Jetzt machen wir den letzten Wechsel. Und der wird sein Slaner raus und Jerabek rein. So, und Karolius hat sich verletzt und ich werde jetzt ganz offensiv gehen. Mit hoher Druck, weil wir wollen ja auch dieses Spiel gewinnen. Nicht nur Victoria Hamburg, sondern auch Eintracht Hamburg will hier gewinnen. Wenn man noch nie rauskommen. Boah, okay, dann lieber doch nicht. War nicht ganz gechillt. Aber Tiger holt sich den Ball. Jerabek. Passquote kennen wir ja von ihm. Aber er ist trotzdem eigentlich ein guter Spieler. Nur seine Passquote ist jetzt wieder bei 100%, weil das war sein erster Pass. Bär. Als Abwehrspieler mal ganz weit vorne. Oh, das war schon hart, fand ich. Der Einsatz, aber Ball gespielt. Ebers, noch ein paar Minuten, dann kommt ein Unentschieden, kein Sieg. War eine gute erste Halbzeit, eine schwache zweite Halbzeit, fand ich. Sepp, selbe Situation wie gegen Essen, da hat er auch schon so ähnlich reagiert. Sepp macht das ordentlich auf Luca Stoll und der macht nicht die Führung. Es sind wirklich die Abschlüsse, wo die kleinen Bubs hier noch, also die Jungen, weil sie alle 16, 17 sind, nur nicht perfekt machen. Das ist so simuliert vom Spiel, was auch ein bisschen Realismus herbringt, finde ich. Schade, aber es ist realistisch. So, nochmal ein Wurf für die Blue Bros. Bär. Oh, zu schnell gespielt von Tom Tiger. Nochmal ein Einwurf für SVH oder sogar ein Freistoß? Nein. Nachträgliches Gelb für Tom Tiger. Und ein Freistoß. Eieiei, schade. Ich habe gerade gehofft, wir haben nochmal eine kleine Chance. Vielleicht kriegen wir sie noch, wer es weiß. Vielleicht kriegt sie auch Victoria Hamburg mit Ebers. Luca Gatto spielt jetzt hier einen Innenverteidiger. Und wird mit einem tollen Einsatz. Ach Mensch, Tom Tiger. Nochmal, Luca Gatto. Jerabek. Jetzt hat er mal eine Fehlpassquote von Supergut. Sepp. Das war jetzt mal gut. Die Flanke, die letzte Flanke. Aber nicht die Führung. Abpfiff. 1:1 gegen Victoria in diesem Top-Spiel. Schade. Für mich hatte ich eigentlich persönlich gesagt, bevor ich Aufnahme gestartet habe, dass wir das auf jeden Fall aufrocken. Ist aber okay. Hab schon gemerkt, wo der eine oder andere Spieler jetzt nicht mehr in diese Aufstellung reingepasst hat. Und wir sehen VfB Kaiserslautern auch das nächste Spiel verloren. 2:1. Jetzt sind wir fast schon besser als der VfBK, wenn wir noch einen Sieg machen. Wir sehen also Saarbrücken. Alle Spiele bisher, na gar nicht. Die haben noch einen Unentschieden am Ende gespielt, sehen wir gerade. 10 Punkte, Oldenburg 10 Punkte nach 4 Spieltagen, Neustrelitz 10 Punkte, Wacker Nordhausen 10 Punkte, VfB Kaiserslautern 2 Niederlage in Folge, rutscht damit auf Platz 10 runter, SVH auf Platz 16 mit 4 Punkten, Victoria Hamburg bleibt bei ihrem dritten Unentschieden in dieser Saison schon mit 3 Punkten auf Platz 19 und Rot-Weiß Essen hat auch einen ersten Punkt geholt. Das dann dazu. Okay. Schade. Nächstes Spiel, Leute. Wir gucken mal ganz kurz, was für eine E-Mail wir noch haben hier. Naunin bedankt sich, dass er spielen durfte. Nächstes Spiel ist dann gegen Lotte. Sportfreunde Lotte. Also das könnte dann auch mal interessant werden. Und da müssen wir dann auch wieder Gas geben. Da werden wir wieder gucken. Die Aufstellung, die passt. Aber da muss trotzdem wieder der eine, werden wieder zwei, drei Spieler rausfliegen. Wieder jemand anderes reinkommen. Das schon mal dazu. Weil es hat, diese Kombi hat nicht so gut gepasst wie die gegen Essen.
Aber wir sind auf einem guten Weg, finde ich. Und ich glaube, ihr seht das auch so. Ich glaube, ihr seid auch alle sehr optimistisch, so wie ich, oder? Wir sehen hier Rickinger. Das ist ein falsches Logo, glaube ich. Der spielt immer noch beim VfBK. Hat hier 3 Treffer und ist auf Platz 3. Hier steht Viktoria Köln. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch ist, ob der gewechselt ist. Das müssen wir ganz kurz mal prüfen, weil es gab ja solche paar Fehler bei den VfBKs mit Anzeigen. Ich glaube, das ist für den VfBK. Genau, guck mal, Rickinger. Ja. Entweder das ist ein anderer Rickinger noch, der da spielt, oder... Guck mal kurz, ob wir das sehen können, ob das auch ein Ralf war. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen können. Nee. Oder hat Rickinger jetzt... Oder habe ich jetzt alle zweimal erstellt? Und Viktoria Köln hat auch einen Rickinger. Oder ist das ein Zufall? Haben die auch einen Rickinger? Ich weiß es nicht, Leute. Wenn ich hier aber Rickinger eingebe, kommt hier nur ein Name. Also ist das ein Bug. Bug gehört eigentlich zum VfBK. Gut. Das dazu, Leute, zu dieser Folge. Freut euch auf die nächste. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und VfBK ist das Lautern, zeigt ja, dass wir nicht gerade schlecht dran sind. Ja, also dass wir nicht, dass wir schlecht sind, sondern dass einfach die Liga verdammt stark ist. So, und dass der VfBK auch noch einiges aufzuholen hat in der Entwicklung. Also bis dann, liebe Bros. Bis dahin. Tschüss, Koski!